So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario Maker 2, das letzte Mal haben wir die Stressful, wollte ich sagen, Stressful Marios angefangen von 1.1 bis zu 1.3 bis zu 2.1. 2.2 kennen wir schon aus dem vorigen Video. Deswegen haben wir jetzt noch 2, 3 und 3.1 bis 3.3 übrig. Mal gucken, wie viel wir davon hinkriegen. Kann natürlich sein, dass dann zum Beispiel 3.3 oder so dann wieder irgendwann zu schwierig aussieht, wie es bei Stress-Free 3.3 war, aber wir werden sehen. Bisher waren sie recht schön zu spielen, die Level. Worry about the Swamps diesmal. Okay. Jetzt kommen also die Swamps zum Eis dazu. Da gibt es in der Tat viel zu. Oh nein, oh nein, das. Oh Gott, das heißt, ich muss das so timen. Weia. Ich muss das so timen, dass ich da oben drin lande. Ge oder geht das einfach durch? Ah, das passt. Hätte ich das jetzt selber timen müssen, wäre das echt unangenehm geworden. Okay. Das Level wird kritisch. Das spüre ich jetzt schon. Das wird kritisch. Weil da darf ich nicht zu hoch. Ich darf da nicht einfach auf der Spin-Taste bleiben. Ich muss da ein bisschen runter wieder. Uff. Uff. Aber auch nicht zu. Oh Gott. Aber auch nicht zu weit. Wait, der geht nach der anderen Richtung, ne? Vielleicht will ich dann einfach nur. Warte mal. Vielleicht will ich den einfach nur aus. Das war Quatsch. Aber alles gut. Der geht ja nach da. Jetzt ist die Frage, geht er mit Fallschirm, geht er nach da oder mit. Was war das denn? Oder mit was anderem? Man weiß es nicht so genau. Aua. Man weiß es nicht so genau. Das war interessant. Hauptsache erstmal die Mancha gekillt. So passt das, okay. Aber das war jetzt mehr so geraten, als es wirklich ausgeführt. Oh Junge. Oh, da muss ich. Das ist ja ekelhaft. Das ist ja ekelhaft. Moment, ich muss ganz kurz hier meine Nase kratzen. So. Das war wieder zu niedrig. Oh. Das war jetzt wieder zu niedrig. Nein! Denken, Conan. Denken. Erst denken, dann springen. Okay. Besser? Gut, dann machen wir das halt hier oben nach Gefühl weiterhin, denn es funktioniert ja grundsätzlich. Das war viel zu. Ich muss da warten. Ich muss da in Ruhe runterrutschen. Ich kann da gar nicht so schnell runter. Oh, das war hoch, aber es war okay hoch.
So, genau, ich muss da in Ruhe runter. Und dann machen wir das so. Jetzt funktioniert das viel besser. Ah, der darf das nicht drücken. Okay. Da ist mein Checkpoint. Yes. Und jetzt geht er wahrscheinlich rüber. Ach, und hier muss ich dann auf ihn drauf. Alles klar. Okay, so weit, so gut. Das ist ja dann nicht das Problem. Okay, das funktioniert alles ganz gut. Okay. Direkt der nächste Checkpoint? Nein. Aber eine Röhre, weil er einen neuen Abschnitt wollte für uns. Ich dachte gerade, es war ein Trollblock, aber... Ach so, das war's schon. Okay, geht er runter? Geht er hoch? Der würde rübergehen. Okay, alles klar. Der zweite Abschnitt war super kurz und viel einfacher als der erste. Holy rip. Okay. Okay, nehme ich. Ist kein Problem. Nehme ich sehr gerne einfach an. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Dann geht's jetzt ins Schloss. Ich würde sagen, es gibt sowas wie Worry about Source, Worry about Lava, Worry about Cannonballs, irgendwie sowas. Wir werden sehen. Wir gehen mit Lava auf jeden Fall los. Das heißt, ich gehe stark davon aus, dass wir vor der Lava flüchten. Und es jetzt straight nach oben geht. Ne, die steigt noch nicht. Doch, die steigt auch. Da hätte ich spinjumpen müssen. Okay. Wow, die ist aber echt knapp gesetzt. Ach so, die geht dann wieder runter. Nein, die bleibt. Okay. Ah, und jetzt gehen wir wieder runter. Und dann geht's wieder hoch. Oh, da muss ich aber schnell rüber. Okay, doch, das funktioniert sehr gut sogar. Cool, schöner erster Abschnitt. Checkpoint. Nix Checkpoint. Schade. Schade, noch nichts Checkpoint. Also die erste Tür ist diesmal kein Checkpoint. Garant. Hätte ich da runtergesollt? Nee, ist ja Quatsch. Jetzt Checkpoint. Nice. Schöner erster Abschnitt. Und jetzt geht's nach oben. Okay. Goombas. Okay. Boah, die ist ganz schön fix. Oh oh. Oh oh, das wird knapp hier. Mein lieber Scholli, wird das hier knapp. Aber es soll wohl so sein. Oh Gott, jetzt muss ich runter ein bisschen. Und dann hoch. Und da ist die Röhre. Da ist die Röhre. Schnell, schnell, schnell rein. Oh mein Gott, war das knapp. Oh yes. Oh yes. Wow. Wow. Was ein cooles Level. Ich mag diese Stress-Dinger. Also teilweise sind die halt echt cool gebaut. Die etwas zu schweren in SMW, vielleicht schauen wir es uns später nochmal an, aber im Moment habe ich die halt erstmal ausgelassen. Aber die hier in Super Mario Bros. U sind bisher echt cool. Dry Bones. Okay. Dry Bones. Mit Dry Bones habe ich nicht gerechnet. Gut, aber mit Dry Bones kann man auch coole Sachen machen. Das ist richtig. Wow, die... Alles klar. Einfach vertrauen. Einfach vertrauen. Es funktioniert ausgesprochen gut. Ich glaube, das wird jetzt kritisch. Nee, hat funktioniert. Der ist fest. Öh, der geht hoch. Okay, kriegen wir direkt den Checkpoint. Kriegen wir direkt den Checkpoint. Yes.
sehr dafür. Oh, gut, dass der Checkpoint. Gut, dass der Checkpoint da war. Guter Checkpoint. So muss ich das nämlich machen. Ich habe das falsch rum. Ah. Ich habe das falsch rum verstanden. Okay. Es spielt sich einfach so rund, ne? Selbst wenn man mal was Schwieriges zwischendurch hat. Aber es spielt sich einfach enorm rund, wie er das gebaut hat. Oder sie, ich weiß es ja nicht. Oh, ich habe das falsch gesehen. Ich dachte, da ist Boden. Ich habe irgendwie vor der Röhre mir Boden eingebildet. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin. Irgendwie habe ich mir vor der Röhre Boden eingebildet. Das war bestimmt jetzt wieder kurz vorm Ziel. Aber ist okay. Das ist ein cooles Level. Das macht Spaß, da nochmal durchzugehen. Und wir kommen halt auch echt schön durch. Ich sollte nichts sagen. Ich sollte einfach nichts sagen. Wo sind wir gerade gestorben? Irgendwo da hinten. Kommt gleich jedenfalls, ne, die Stelle. Genau hier sind wir gestorben. Weil ich, ja. Ich habe diese Münzen, das habe ich für Indikator für Boden irgendwie wahrgenommen. Ich weiß auch nicht warum. Ja, ich sage ja, das war kurz davor. Okay, ich schicke euch hoch. Ach nee, ich muss da gar nicht, die springen gar nicht hoch. Die sind einfach nur so da. Gut. Eieieiei. Puh. Sehr schön. Sind wir schon bei 3-3 angekommen? Ja, hallo. Die Driverwelt hier ist gerade richtig fix, aber jetzt kommt wahrscheinlich der Knaller. Worry about the train? Oh nein, die Knochendinger. Oh no. Die Knochendinger. 1,56 ist auch eine ganz schön lange Zeit. Aber es ist jetzt ja auch die Final Stage. Mal gucken. Mal gucken, ob ich mich hier in der Lage fühle, was zu tun. Hä? Oh, der hat was Eigenes gebaut als Train. So ein Kanonending. Ach so, was hat der gebaut? Deswegen ist es auch eine längere Zeit, weil das halt lange braucht, bis es durchfährt. What? Ah, verstanden. Okay, es ist also so ein Boot-Ding eher, kein Train. Es ist eher so eine Boot-Geschichte. Und es war eine echt knappe Boot-Geschichte. Eieiei. Jetzt muss das halt passen, dass ich den wieder rechtzeitig... Oh, da ist er weg. Da hätte ich ihn erwischen sollen. Ah, alles klar. Muss ich wirklich schneller hinterher sein? Okay. Ja, das war jetzt... Ah, da muss ich aufpassen, dass der schneller wird. Dann macht er so eine Lücke auf. Das wird's wieder blöd. Das war schlecht abgeschätzt, auf jeden Fall. Uff. Nein, der gleiche Mist. Der gleiche Mist. Was mache ich denn da? Für einen Quark. Wow, 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 oh, das wird knapp. Das wird knapp. Jetzt muss ich mich schicken. Ah, es passt. Okay. Nein, ich habe den nicht...
könnte das mit einem geschickten Spin-Jump retten, aber besser wäre es, ich schieße die Dinger ab. Besser wäre es, ich schieße die Dinger ab. Aber hier warte ich. Das war mein Hauptfehler bisher. Ich bin immer direkt weiter. So, und jetzt muss ich schnell sein. Weil der geht auch unten schnell weiter. Da ist er jetzt nämlich. Jetzt hat's gepasst. Ach, da drüben geht er wieder hoch. Oh, das muss man halt erstmal... Aber das muss ich jetzt Stelle für Stelle erstmal verstehen. Das kann ich auf den ersten Blick nicht sofort erkennen. Also ich halt nicht. Andere vielleicht schon. Ich brauche da einen Moment. So, warten. Das war mein Hauptfehler bisher. Oh Gott, jetzt passt die Geschichte. Jetzt geht es hier auch immer weiter. Na, das, wo wir bisher immer gestorben sind, das ist passé. Das schaffen wir jetzt problemlos. Und jetzt kann ich hier einfach weiter. Und da drüben geht es auch weiter. Und ab jetzt ist es wieder neu. Ich habe keine Ahnung. Jetzt muss ich hier hin und her spin schaffen. Hüpfen, bis der wieder hochkommt. Da. Und das ist ein neuer. Das könnte auch sein, dass das hier... Oh, nice! Checkpoint. Sehr gut. Und jetzt sind es rote. Die könnten jetzt irgendwas anderes schießen vor allem. Oder die sind einfach schneller. Ich weiß es nicht. Okay, hat gepasst. Bisher. Und jetzt muss ich wieder... Hä? Hä? Da hätte der reinschießen müssen. Das hätte der kaputt machen müssen. Okay. Das hatte ich nicht verstanden. Das hatte ich nicht verstanden auf Anhieb. Wow. Schneller. Wobei da ja eh neuer kommt. Also das funktioniert auf jeden Fall. Ah, jetzt habe ich die Dings wieder nicht mitgenommen. Kann ich das noch retten? Ja, kann ich retten. Okay. Also man kann theoretisch mit einem Goomba, der ja noch übrig bleibt, kann man das noch retten. Gut, soweit sieht das jetzt noch nicht so schwierig aus. Ich musste nur erstmal verstehen, was ich tun muss. Verstanden habe ich jetzt, was ich tun muss. Aber der ist doch jetzt wieder in der Lava versunken, ne? Der hat doch jetzt den Block nicht aufgemacht. Der müsste jetzt nämlich da sein und den Block aufmachen. Und das hat er nicht gemacht. Und jetzt kriege ich den aber auch nicht mehr. Ja, der ist ja kaputt. Der kommt nicht wieder. Okay. Da muss ich ein bisschen später werfen. Ich glaube, der Indikator ist fast ein bisschen zu bald gesetzt. Oder ich habe den Indikator noch nicht richtig eingeschätzt. Will den Fehler nicht beim Ersteller suchen, weil der hat bisher echt großartig gebaut. Der Fehler liegt hundertprozentig bei mir. Sagen wir 99,9%. Ja, jetzt hat's gepasst. Jetzt ist der da drin. Und jetzt macht er da drüben den Block kaputt. Und dann kommt das Ding hier durch. Easy. So, ab jetzt ist wieder neu. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, wie ich mich bewegen muss, wie ich reagieren muss, wann ich schnell sein muss, wann ich langsam sein muss. Okay, es passt aber noch. Okay, hier ist eine Tür. Und da kommt
ein Bosskampf. Mit Checkpoint vorher, okay. Das heißt, dieser Bowser da wird irgendwas Blödes tun. Ah, oh, muss ich da jetzt 500 Mal... Ah, oh, verstanden. Ja gut, das ist ein großer, eine große Shell. Das heißt, ich glaube, ich brauche 4 Shells oder so, um ihn zu erledigen. Okay, das heißt, ich muss diesen Weg, diesen Kreislauf jetzt... ein paar Mal machen. Das sollte ja nicht das Problem sein. Außer das wird aus irgendeinem Grund schwieriger, weil man mit dem One-Off irgendwas verändert. Aber scheint nicht so. Nummer 3. Ja, reicht nicht. Ich würde sagen, 4 sind's. Ja, mach das in die Richtung. Das ist okay. Ja, 4 sind's. Okay. Stressful, we did it. Den haben wir geschafft. Stressful haben wir jetzt wirklich komplett gespielt. Bei Stress-Free fehlen 2 Welten. Interessanterweise. Aber die kriege ich auch nicht echt. Die fühlen sich nicht so an, als dass ich die hinkriegen würde. SMW ist schon nochmal eine Ecke härter. Ne? Wir können uns hier nochmal, das ist dieses Ding gewesen. Das mit diesen bösen Zwang. Und man sieht es ja auch an der Prozentzahl, ne? Das haben weniger geschafft als das andere. Das ist schon eine Hausnummer. Das ist das mit den komischen Swamps gewesen, die ich nicht ganz gecheckt hatte, ne? Genau, das war der Quatsch. Ah, das ist halt... Es ist halt auch eine ganz andere Physik. Das ist schon schwieriger, doch. Da bin ich schon fast froh, dass die Prozentzahl mir das auch bestätigt. Ah, das ist so... Man stirbt so schnell in SMW. Da muss ich dann einen ordentlichen Schwung. Mit ordentlichem Schwung durch. Na, viel weiter sind wir bisher noch nicht gekommen, ne? Das war immer so das Weiteste jetzt. Ah, cool. Ganz oft habe ich es dann ja hier mit dem Peach-Jump, mit dem P-Switch irgendwie versaut. Dass ich da irgendwie... Aber jetzt... Funktioniert es gerade wieder. Ich weiß nicht warum. Ich muss da hochspringen. Da ist der Checkpoint. So weit waren wir noch nie. Okay, wir spielen das weiter. Wir spielen das weiter. Wir spielen das weiter. Jetzt geht's los, dass das hier nicht mehr funktioniert. Jetzt, wo ich hinten weitergekommen bin, jetzt, wo ich hinten das erste Mal weitergekommen bin, komme ich nicht mehr bis hin. Wollen wir wetten? Dreimal hat es jetzt funktioniert. Und plötzlich nicht mehr. Ah, wie mich sowas fuchsig macht. Ah, wie mich sowas fuchsig macht. Okay. Und raus da. Nice. Checkpoint. Boah, das ist neu. Der ist neu. Oh. Okay, das ist jetzt neu. Wir werden sehen, was passiert. Verstehe nicht, wofür die Tür da ist, aber gut. Ah, wahrscheinlich, wenn der On-Off irgendwie falsch ist. Okay.
Ah, jetzt hätte der runtergemusst. Ja, jetzt müsste das hier aufgehen. Lul. Wieso? Was ist denn? Ach, da kann ich mir angucken, was Sache ist, oder wie? 1, 2. What? Da muss ich schneller sein. Den muss ich irgendwie mitnehmen können vorher. Dass der dann hier nämlich Dinge tut. Ah, das war ja Quatsch. Jetzt sehe ich's. Jetzt habe ich's verstanden. Alles klar. Jetzt habe ich's verstanden. Glaube ich. Der darf da nicht drauf landen. Jetzt habe ich's wirklich verstanden. Ah. Ich habe nicht gesehen, dass man da reinschießen kann. Der Peacewitch hat mich getötet. Hab nicht gesehen, dass man da reinschießen kann. Huch. Alles klar. Let's go. Let's go. So, und jetzt passt die Geschichte. Bis auf das. Wie kann ich jetzt da jedes Mal sterben? So. Und jetzt kann der da unten nämlich... Nein, ich war wieder zu langsam. Ich hasse alles. Erst muss der runter und dann der andere. Ich hab's verstanden. Ich war nur wieder zu langsam. Mensch. So, und jetzt kommt der nämlich schneller. Und jetzt muss ich den... Ah! Gibt's doch nicht. Was mache ich denn da manchmal anders? Ich mache nichts anders. Oh. Das war ja nicht so gut. Oh. Wollte gerade schon resetten, aber das wäre Quatsch gewesen. So, jetzt ist der auch schneller unten. Und ich mache den hier. Und ich mache den hier. Nein! Der muss noch sterben. Dann haben wir's.
We did it, guys. In der Theorie haben wir das Level abgeschlossen. Ich gehe davon aus, dass danach das Ziel kommt, von daher. Ne, der Rekord war bei 40 Sekunden. Da muss danach das Ziel kommen. Na, oh. Warum bin ich denn so langsam? Die Tode verstehe ich nicht. Ich drücke genauso nach rechts wie sonst auch. Und mal stirbt er plötzlich an dem Mannschaft. Irgendwas muss ich falsch machen. Aber ich weiß noch nicht was. So, der zieht vor, der hat seinen Vorsprung, das passt. Einmal du und einmal du. No. So close. Da muss ich noch ein Stückchen schneller sein. Ein kleines Stückchen schneller noch. Zack, 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 zack. Yes! Das war knapp, ne? Oh, scheiße. Und es kommt noch so ein Endsprung. Okay, den Endsprung müssen wir auch noch machen. Meinetwegen. Ist jetzt ja echt nicht schwierig gewesen. Zack. Zack. Wie gesagt, ist jetzt halt echt nicht schwierig gewesen. Okay, bisschen besser timen die Geschichte hier. Ich habe halt nur einen Wurf. Ah, ich habe halt nur eine Möglichkeit. Wie mache ich denn das? Ich kann es nicht trainieren. Jetzt. Puh, zum Glück ist da hinten kein Tod. Oh, übers Ziel springen ist immer ganz kritisch. Okay. Nice. Das haben wir aufgeholt. Das haben wir aufgeholt. Das heißt, mit anderen Worten, jetzt ist nur noch ein Level, was wir bisher nicht gespielt haben, von denen, die wir schon gespielt haben. Nicht geschafft haben. Nämlich das hier. Aber das ist halt, ne, Rekord 3 Minuten, ne? Huh, der ist kritisch. Und 0,24% spricht halt schon für die Schwierigkeit. Also den hebe ich mir auf. Die nächsten Male würde ich mich dann erstmal um Stressed Out kümmern. Das sind jeweils 4 Level sogar. Das sind also insgesamt nochmal 12 Level in 3D World von diesem Typen. Ich bin sehr gespannt. Was sagen so die Zeiten? Oh. Das testen wir mal ganz kurz aus. Ich meine, 17 Sekunden kann man mal ganz kurz reinschauen. Die gehen anscheinend dafür schnell. Also, sie gehen nicht schnell im Sinne, aber es wird nicht so viel passieren. Okay, das spielen wir mal ganz kurz. Die Sache ist halt, ne, mit... Genau, mit 3D World bin ich noch am wenigsten kontrolltechnisch und so vertraut. Was so lange Sprünge angeht. Wenn es um Präzision... Oh boy! Da muss ich rüber. Okay. Ah, da kann man also so wechseln. Das wusste ich. Ah, da muss ich einen Long Jump machen. Das wusste ich auch noch nicht. Okay. Sind das alles so Speedruns?
Wäre ja ganz cool. Das würde dann auch Stressed Out erklären. Aber bei Speedruns wird es wirklich stressig. Oh, da muss ich einen anderen Sprung machen. Okay, aber dann ist schon die Zeit rum. Da muss das Ziel da oben kommen. Wie knapp ist das denn? Holy moly, ist das knapp. Holy moly, ist das knapp. Okay, kriegen wir hin. Den machen wir schnell noch und dann hören wir auf. Den machen wir noch, den machen wir noch. Und wenn es jetzt bis 40 Minuten dauert, ist mir auch egal. Den machen wir noch. Nee, den machen wir noch. Ist mir egal. Den machen wir noch. Es ist jetzt meine Verantwortung, wie lang das Video wird. Das heißt, ich belohne mich, indem ich es eher schaffe. Das heißt, ich habe einen Ansporn, es jetzt eher zu schaffen. Und ich bestrafe mich mit langen Upload-Zeiten, wenn ich jetzt noch länger brauche. So. Also, let's go. Oh, ich brauche da gar nicht diesen Dreher machen. Ich kann auch so zurück. Das kostet mich nur Zeit, den Dreher zu machen. Ja. Ich brauche den Dreher nicht. Okay, gut zu wissen. Easy. Okay. Cool. Gucken wir mal ganz kurz, ob das alles so Speedruns sind. Ach, die heißen ja auch Speed... Heißen die alle Speedrun? Stressed Out, Speedrun, 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 Speedrun... Ach, so. Carry the power to the very end. Okay, das heißt aber, die gehen etwas fixer wahrscheinlich. Oder vielleicht muss nicht sein, muss nicht sein. Aber auf jeden Fall cool. Dann, nächstes Mal mehr von den Stressed Out Speedruns. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Und tschüss.